Die sind aus deiner Jacke gefallen. Toni, ich mache dir keinen Vorwurf. Ich will nur wissen, woher du sie hast. Antonia, das ist wichtig für mich. Wer hat dir die Zigaretten gegeben? Melanie. Melanie. Aus der Parallelklasse. Und hat sie gesagt, woher sie die hat? Von irgendwo halt. Antonia, du darfst von niemandem etwas annehmen, okay? Von niemandem. Auch von Melanie nicht. Was ist denn los? Die waren in Antonias Jacke. Die waren in deiner Jacke? Melanie aus der Parallelklasse hat sie ihr gegeben, nachdem irgendein Typ sie angesprochen hat. Ja, sie hat ja keine geraucht. Ich weiß, aber darum... Tschüss, Mama. Bis später, Mama. Bist du los? Warte, ich fahr dich. Du willst mich fahren. Ausgerechnet du. Ja. Wieso nicht? Super Idee, echt. Was machst du denn hier? Dich abholen. Aber ich habe Mama schon angerufen. Die ist in einem Meeting und kommt nicht raus. Komm, steig ein. Willst du zu Fuß heimlaufen? Jetzt komm schon, steig ein, keiner sieht dich. Ich kümmere mich um dein Rad. Wer war das? Sie dürfen das nicht. Keiner darf dir was antun. Verstanden? Fahrrad ist repariert. Können wir kurz reden? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. In letzter Zeit ist eine ganze Menge schiefgelaufen. Tut mir leid, dass ich dir nichts davon gesagt habe, dass man mir diese Vergewaltigung vorwirft. Dachte, ich kann den Verdacht abwenden, bevor irgendjemand was davon merkt. Das war ein Fehler. Und ich hätte es dir längst sagen müssen. Ich glaube, dass Robert Engel was damit zu tun hat. Ich glaube, dass er alles so arrangiert hat, dass der Verdacht auf mich fällt. Robert Engel. Mhm. Und deswegen meine Sorge heute Morgen wegen der Zigaretten. Ich habe Angst, dass er dahinter steckt. Naja, wie auch immer. Es tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Aber ich werde alles tun, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Okay. Doch totale Idioten. Und ich hatte schon gehofft, die lassen dich endlich in Ruhe. Hättest du einfach mal die Finger von Svetlana gelassen. Hör zu. Wir bringen dein Fahrrad einfach zu Timo in die Werkstatt. Er wird es sicher schnell reparieren. Und außerdem möchte ich morgen mit deinen Lehrern reden. Nein, tust du nicht. Und Papa hat schon repariert. Oh.